So. Und die Nebenschriftrolle ist auch sinnlos. Komm, weg damit. Da ist nichts mehr zu holen. Na. Okay, ich speichere hier mal normal. Oh, eine Schnapsbeere. Ach, hat er das Ding irgendwie so auf den Sack? Gibt's da kein Heilmittel? Den Arsch, da mach ich jetzt kalt. Genau dich meine ich. Du hast mich lang genug genervt. Na komm schon. Bist du nicht mehr so stark, was? Welches Vieh? So. Was hätten wir? Na. So, und was hat der hier bewacht? Bestimmt ein Ultra-Mega-Über-Giga-Schatz. Und zwar dieser Truhe da. 19 Gold. Boah, ich brech zusammen. Und ihre Fläschchen da. Boah, das hatte ich doch nie. Jetzt gewinne ich das Spiel. Ach, und diese Fleischschwanzen. So, alle die Milchkühe. Habt ihr Deppen euch beruhigt? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ja, im Gegensatz zu euch. Lass mich. Vollidioten. Ah, jetzt ist meine Stimme wieder gereizt. Oh. Ach. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ich habe immer noch nicht alle. Da vorne. Das kann denn schon. Wir unterhalten uns gerade. Doch besser wissen müssen. Trotzdem geh jetzt besser. Und es kommt noch schlimmer. Ja, mal erwarten, wo es hinläuft. Es kommt noch schlimmer, wenn ich schon genug Probleme hätte. Ach. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich glaube, ich will das gar nicht. Hör sofort auf damit! Nein. Das war immer noch nicht alles. Hey, wie viele gibt es das denn hier? Und ist der andere Hof auch gemeint? Verdammt, was ist los? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ist hier noch eins? Krieg ich dich doch noch? Nee. Komm, was willst du denn? Krieg ich dich doch noch? Jetzt halt doch mal alle still. Neben mir hat er keine Waffe. Nichts zu holen. Naja, hab ich die Quest jetzt? Nee. Nee. Bleib stehen! Läuft ja noch irgendeins rum? Oh. Das da vorne ist tot, oder? Ja.
das ist so eine dämliche Quest. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Glaubst du wirklich? Schön, aber soll ich halt das sein? Das hätte er doch besser wissen müssen. Bis es eine Kuh wieder im Lager ist. Also im Hof. Lass mich in Ruhe. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Okay, da muss ich 15 sammeln, oder? Ja. Wir unterhalten uns gerade. Einige Probleme erledigen sich von selbst. So, gibt es hier? Verdammt! Hey du, du siehst anders aus als die anderen hier. Du arbeitest nicht für die Orksöldner, oder? Nee, auf keinen Fall. Ich bin kein Ork-Söldner. Dann bist du vielleicht der, den ich suche. Du gehörst zu den Sklaven, oder? Bedauerlicherweise. Das war nicht immer so. Doch heute kann man es sich halt nicht aussuchen. Ja. Wen suchst du? Ich muss unbedingt hier raus. Doch die Söldner überwachen jeden meiner Schritte. Ich brauche einen starken Mann, der sie ablenkt, während ich mich aus dem Staub mache. Okay. Ganz schön mutig, mir sowas zu erzählen. Ach, was habe ich schon zu verlieren? Entweder du hilfst mir jetzt, oder ich bin geliefert. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich muss nach Okara, und zwar so schnell wie es geht. Die Rebellen warten dort schon auf mich. Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für sie. Ach, Okara. Was ist das für eine Nachricht für die Rebellen? Vergiss es. Es war schon leichtsinnig genug, dir überhaupt davon zu erzählen. Keine Sorge, ich werde schon nicht rausplaudern. In Ordnung, ich hole dich hier raus. Wie willst du das anstellen? Lauf los, ich folge dir. Was, jetzt? Ja, verdammt, lauf. Lauf. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Einige Probleme. Ja, das ging doch leicht, oder? Ja, was ist das da rechts? Ja, wo ist denn der jetzt wieder hin? Ach. Oh. Verdammte Scheiße, was war das denn für ein toller Plan? Hat doch Lauf geklappt. Los, sagt er, und ich Idiot, mach das auch noch. Hat doch geklappt. Du bist doch völlig wahnsinnig. Die Söldner auf dem Kornhof haben ganz andere Sorgen. Du Spinner, ich fass es nicht. Schluss jetzt. Du wolltest nach Okara, oder? Ja, aber alleine schaffe ich das nicht. Okara ist verdammt weit weg und die Gegend ist voller gefährlicher Viecher. Na schön. Ich begleite dich nach Okara. Lauf. Was, jetzt? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt lauf schon, du Idiot. Okay, dann würde ich sagen, dann sehen wir gleich Okara, das zweite Rebellenlager. Versteck. Das war eigentlich früher als geplant, aber... Naja, eigentlich war es gar nicht geplant. So, warte, hier noch ein bisschen sammeln. Was mir gerade direkt über den Weg läuft, was so steht. Okay, ein verlassener Wachturm, da vorne ein zerstörtes Haus. Oh, ein Bild. Okay. Warte. Warte. So. Gut, kann weitergehen. Oh. Nicht geradeaus, nicht geradeaus. Vollidiot. Lauf, 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 lauf. Immer weiterlaufen, immer weiterlaufen. Weiterlaufen. Der ist doch ein Vollidiot, ey. Läuft einfach seelenruhig durch ein Wolfsrudel hindurch.
ich jetzt nicht hinterhergelaufen wäre, also direkt, und wäre angegriffen worden. Es wäre dann ein Massaker geworden. Mit uns beiden als Tote, das sehe ich aber. Das hat er schon innerlich gesehen. Ja, die Wildnis schon wieder. Also wirklich weit weg. Ist wirklich weit weg. Ja. Oh. Ach. Aber so ein tolles Stück ist das jetzt auch nicht. Innos sei Dank, wir haben es geschafft. Gut, dann entspann dich jetzt. Ich danke dir, Freund. Das werde ich dir niemals vergessen. Dank ist gut. Belohnung ist besser. Du kannst alles haben, was ich noch besitze. Hier, nimm alles. Das ist Okara. Ja, das ist es. Ah, 50 Gold. Ach, wow. Naja. Okay, das ist also Okara. Aber wo ist denn der Eingang? Warte, der ging in die Richtung. Also jetzt vielleicht... Ah ja, da ist es ja schon. Ah. So, separat speichern und dann eintreten. Also die Tür eintreten und dann nach Okara hineingehen. Das ist der Plan. Ich hab bloß nicht auf, ist schon schlimm genug, wie es ist. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Ja, warum nicht? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Gibt's hier irgendjemanden, den ich anreden kann? Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Alles nur Rebellen. Mann, was willst du? Ich würde das gar nicht beachten. Am besten reiß ich da raus. Ich weiß, Mann, ich weiß. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Da haben wir ein mächtiges Problem. Oh, da ist es ja. Schleifstein, sehr schön. So nicht. Das bringt nichts. So, und schärfen wir das mal mit wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Gold. Das bringt mich so nicht. Naja. So. Nein. Doch. So nicht. So. Menge Waffen. Muss einfach so in der Hosentasche. Ist auch schön. Okay, dann hätten wir ja alles. So, und das macht jetzt 80 Schaden. Ne, 70. Na, immerhin. Schön. Okay, ist hier jemand? Mann, was willst du? Ein neues Gesicht. Willkommen in Okara. Danke. Wir können hier jeden Mann gebrauchen. Du bist Schmied? Schmied, Koch, Schürfer und was weiß ich noch alles. Je weniger Männer wir werden, desto mehr Aufgaben muss ich übernehmen. Warte mal. Mann, was willst du? Wo kommt das Vieh jetzt her? Ja, die brüten sich. Wollt ihr wohl damit aufhören? Was ist das denn jetzt für ein Kindergarten hier? Wollt ihr wohl damit aufhören? Wartet, halte mich, lass mich, nein. Ich will den looten. Verdammt, Rufus, ey. Wollt ihr wohl damit aufhören? Alter, wie viel Beine hat der denn? Boah, Mann. Ja, immer diese sehr schönen Bögen. Wow. Da kommen wir 20er Feind. Was für feige Bande seid ihr denn? Ja, Rufus schlägt sich ganz gut. Kann ich jetzt mal den da looten?
Geht mal aus dem Weg. Ach, da ist fast. Weg da. Ist Dante jetzt besiegt? Nee. Stehen nur da. Baruch, was ist fast down? Wehe, du legst dich nochmal mit mir an. Danke für das Gold, du. Lass mich in Ruhe. Das Gold hab ich. Die Waffe nehme ich mal lieber mit. Hey, das wollte ich mitnehmen, du Arsch. Tja, was willst du hören? Es war doch noch nie anders. So, Mindcrawler. Keine Ahnung, wo das herkam. Warum nicht? Wahrscheinlich wieder durch irgendeine Wand. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts zu holen. Kann dir gibt der noch? Ja. Ich hab damit kein Problem. Oh, mein Kopf! Was für eine Ration war das denn jetzt wieder? Erstmal Pause machen. Ja, komm, geh weg. So, wieder ein paar Gratispfeile. So. Ich werde einfach abwarten. Na. Am besten du erledigst das selbst. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Tja, was willst du hören? Das sind noch zwei. Lass mich hier. Mach hier keinen Ärger, klar? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Da hab ich so. Du musst eben aufpassen, was man so rumerzählt. Egal, auf den Rest scheiß ich. Das gibt doch nur wieder Ärger. Mann, was willst du? So, jetzt können wir weiterreden. Ihr braucht noch Leute? Oh ja, und zwar dringend. Unser Anführer Roland hat in der letzten Zeit alles verheizt, was wir noch an Reserven hatten. Wir können hier jeden gebrauchen. Wo finde ich euren Anführer? Geh runter in die Mine. Er hat dort seine Höhle. Ach, eine eigene Höhle hat der feine Herr. Der Bauer Rufus hat eine Nachricht für euch. Sehr schön. Er hat sicher Neuigkeiten aus Montera. Dank dir, dass er heil hier angekommen ist, Freund. Kein Problem. Ich besorge euch neue Männer. Wenn du freie Männer kennst, die bereit wären, für den König zu kämpfen, dann bring sie her. Such in der Umgebung von Okara und auf den Höfen von Montera. Ich bin mir sicher, dass es einige verlorene Seelen dort draußen gibt, die hierher kommen würden. Alles klar. Ich brauche Waffen. Ha! Du stehst hier in der größten Waffenschmiede der Rebellen von Mittelland. Ich kann dir sicher was anbieten. Erzähl mir mehr über die Waffenschmiede. Hier werden die meisten Waffen hergestellt, die wir Rebellen im Kampf gegen die Orks benötigen. Unsere Eisenerzmine liefert dafür die nötigen Rohstoffe. Es sind zwar nicht die magischen Erzminen von Nordmar, jedoch genug, um das Interesse der Orks auf uns zu lenken. Wir müssen vorsichtig sein. Also gibt es eine magische Mine in Nordmar. Ist auch interessant zu wissen. Du weißt aber, wonach wir Ausschau halten müssen, falls wir mal nach sehr langer Zeit mal dorthin ankommen. Bring mir was über das Schmieden bei. Ach, Erzwaffe. Zeig mir deine Waffen. Hast du eine Schwitzhacke? Und so ein normales, oder kann man damit auch Erz abschürfen? Okay, 5000 Gold. So, dann kann ich mal ein bisschen verkaufen. So. Oh. Ah, die sind eine Menge wert. Okay. Das ist auch zu viel. Warte. So, davon noch ein paar. Gut. So. Schön, jetzt haben wir 13.000. Und was ist das dann? Nach dem Eintopf. Okay, einfach Rebell. Was ist das denn da für ein Schrei? Enos! Ach, Enos. Gewähre mir die Kraft deines Segens. Ich hab damit Licht heilen und Vergiftung heilen. Oh, Krankheit heilen. Dazu bin ich noch nicht bereit. Nee, ich brauch bestimmt all das Wissen. Gewähre mir die Herrschaft über das Feuer. Aha, Feuerregen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Lebenskraft, Ausdauer. Mächtiges Problem.
Das mache ich später. Du solltest meinen Rat annehmen. Gut, dann gehen wir mal in die Mine rein.